wer wo wann was gemacht hat. Es ist ja alles Propaganda von allen Seiten quasi. Ich finde es ja auf eine Art sinnlos. Wir fühlen uns diskriminiert von den ukrainischen Leuten, obwohl wir alle friedlich zusammengelebt haben. Das wollen wir auch mit dieser Demonstration zeigen, dass wir viele sind aus vielen ehemaligen sowjetischen Ländern, dass wir einfach zusammenhalten. Wir würden gerne auch die Ukraine mitnehmen, aber im Moment sind wir wie ein rotes Tuch für die russischsprachige Bevölkerung. Und ja, das ist schade. Und man bezeichnet uns als Mörder und als Kriegsbefürworter. Das stimmt aber so nicht. Wir leben hier fast seit 30 Jahren, die meisten, und haben mit diesem Krieg überhaupt nichts zu tun. Und das lassen wir uns auch nicht sagen. Wir lassen uns unsere Sprache auch nicht verbieten. Wir möchten auch nicht leise reden oder gar nicht russisch reden. Das wollen wir uns beibehalten. Unsere Kultur einfach und die Flaggen, die symbolisieren einfach unsere Kindheit, unsere Herkunft, unsere Wurzeln. Und haben nichts mit pro-russischem Propaganda, pro-Kriegspropaganda zu tun oder sowas. Also wir sind absolut dagegen, gegen Krieg. Ja, da passieren schreckliche Dinge jetzt im Moment. Allerdings warte ich auf den Gericht, quasi auf dem großen Gericht, wo alles sicher festgestellt wird, wer wo wann was gemacht hat. Es ist ja alles Propaganda von allen Seiten quasi. Also einfach zu sagen, ich glaube diese Richtung oder ich glaube diese Richtung 100% wäre falsch, denke ich. Und ja, das finde ich nicht gut. Also das finde ich nicht gut, wenn wir für den Frieden demonstrieren, dann sind wir natürlich auch gegen diese Waffenlieferung, weil eine Waffenlieferung bringt lange keinen Frieden, sondern im Gegenteil.
Ich finde es auf eine Art sinnlos. Ich stand an der Ampel fast 20 Minuten beim letzten Mal, bis man weiter konnte. Man ärgert sich drüber, weil man hat auch teilweise Zeitdruck. Da habe ich zu einem Kundentermin müssen zum Beispiel und habe einen Kunden anrufen müssen, dass ich zu spät komme. Ja. Autodemos nein, andere Demos ja.